Herzlich willkommen beim ersten Teil unserer Frühlingslesung. Wenige Stunden nach dem kalendarischen oder astronomischen Frühlingsbeginn und zwei Wochen vor dem Osterfest. Und noch immer haben die österreichischen Bühnen geschlossen und normale Lesungen sind unmöglich. Also hat sich unsere Autorengruppe dazu entschlossen, Ihnen in diesem Frühling eine Online-Lesung und diese sogar in zwei Teilen anzubieten. Bisher wurde unser YouTube-Kanal schon über 800 Mal angeklickt. Danke, dass Sie heute uns vorbeischauen. Mein Name ist Erwin Mattel und ich werde Ihnen nun die heutigen Mitwirkenden der Lesung Endlich wieder Frühling vorstellen. Beginnen wird die vielseitige Wiener und Wolfsthaler Intendantin und Künstlerin Helene Levar mit ihrem hoffnungsreichen Gedicht Frühlingssehnsucht. Daraufhin schalten wir in Heimburgs deutsche Partnerstadt nach Rothgau zu Lubica Bergmann, die zwei ihrer Frühlingsgedichte bringen wird. Nach deren Jasmin-Text bleiben wir in der Natur, wenden uns den Namen des Zitronenfalters und des wohlriechenden Veilchens zu. Beides trefflich recherchiert und aufgeschrieben von Margarete Fugger. Wir bleiben dann in der Stille der Natur und des Lebens bei Erika Lukschitz mit einem Ausschnitt aus ihrem Zyklus Bewegende Momente. Danach bringt sie mit S'fruhiger is noch eine Kostprobe der mundartlichen Texte. Am Ende unserer Lesung tauchen wir ein wenig in die griechische Mythologie ein, mit dem Raub der Persephone, wobei die vorgetragene Geschichte als ganz normales Ereignis des Jahres 2021 beginnt. Der Autorin Johanna Friedrich möchte ich mich ganz besonders bedanken, dass sie zum wiederholten Mal für die Technik unserer YouTube-Übertragung verantwortlich ist. Vielen herzlichen Dank. Mit ein wenig Magie beendet ein Gedicht von Leopold Niedek den ersten Teil unserer Frühlingslesung. Leopold Niedek hat übrigens unser 30 Jahre Jubiläumsbuch nun in einer zweiten Auflage herausgebracht, das im Bilum Verlag oder auch im Buchhandel bezogen werden kann. Vielen Dank dafür. Ein Zitat des großen österreichischen Schriftstellers Franz Grillparzer lautet: Monate und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch. In diesem Sinne, vergessen Sie jetzt eine halbe Stunde die Zeit der Pandemie, machen Sie es sich daheim bequem. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören der Frühlingsgedichte und Erzählungen der Heimburger Autorenrunde. Frühlingssehnsucht. Endlos lange warte ich schon auf den Frühlingsglockenton, auf der blumenbunten Reigen, die in stiller Pracht sich zeigen, auf den vergnügten, frohen Klang vom Vogelstimmenwettgesang des Winters starre. Kalte Hand lässt frei nun Wiesen, Feld und Land. Der Bach hat seine Freiheit gewonnen. Das starre Eis ist rasch zerronnen. Bald erwacht in Wald und Flur der holde Zauber der Natur. Ein neues Leben kann beginnen. Schon spürst du es mit allen Sinnen. Primavera, komm herbei, mache unsere Herzen frei. Lass uns lachen, tanzen, singen und ein Lob dem Himmel bringen, der aus tiefer Wintersnacht uns die Sonne hat gebracht. Mit den ersten Sonnenstrahlen enden alle Winterqualen. Alle werden wir frohlocken, läuten endlich Frühlingsglocken. Komm, oh komm, endlich herbei, süßer Wonnemonat Mai. Freue dich, mein Herz, freue, der Frühling pocht an die Türen. Es wird alles hell, wieder hell und lebendig. Aus tiefem Schlaf erwacht die Natur zu neuem Leben. Aus müder Winterzeit sprießt die neue Hoffnung und neue Liebe. Aus düsteren Tagen erblüht die Seele in bunten Farben und Licht. Jasmin. Das Reich des Jasmins trägt ein weißes Kleid.
luftig herabgesunken, hielt der Frühling im Blumengarten inne. Dort, neben der Terrasse, blüht an diesem warmen Frühlingstag die erste Päonie. Der Zitronenfalter. Warum heißt der Zitronenfalter Zitronenfalter? Er könnte doch genauso gut Primelfalter heißen oder Himmelschlüsselfalter oder Schlüsselfalter. Da gaukelt er nun dahin, der Zitronenfalter, von Primel zu Primel und von Schlüsselblume zu Schlüsselblume. Unser Blumenschlüsselfalter auf der Zitronenfalterblumenschüssel. Das Veilchen. Das Veilchen wohlriechend, auch Märzwohlgeruchblume genannt, hatte immer wieder ihre Hochblütezeit. Einst feierte die Gesellschaft am Hofe zu Wien ein Veilchenfest zu Frühlingsbeginn. Sobald jemand das erste Veilchen gesehen, bedeckte er dieses mit seinem Hute. Wollte er der Erste sein, der als Erster das erste Veilchen gefunden, so musste er sich schleunigst sputen, dem Herzog überbringen diese Frohbotschaft. Dieser ließ dann zusammentrommeln die gesamte Hofgesellschaft und alle, die dazu eingeladen, durften sich an diesem Feste laben. Bei Musik, Tanz und Gesang wurde er gefeiert, der Frühlingsanfang. Stille. Noch nie vernahm ich so viele Worte wie damals in jenem Sommer, als wir miteinander in der Wiese lagen, die Stille, den Duft der Blumen, der Kräuter und der warmen Erde genossen. Wir lauschten dem Säuseln des lauen Abendwindes, der mit den Blättern der alten Rotbuche spielte. Unsere Körper schmiegten sich eng aneinander. Wir küssten uns und jeder verspürte den Herzschlag des anderen. Viele unausgesprochene Gedanken bewegten uns gleichzeitig. Trotz der berührenden Stille hatte ich deine mir so vertraute Stimme und dein jungenhaftes Lachen im Ohr. Ein angenehmes Prickeln sowie ein unerklärlich beglückendes Sehnen erfasste Körper, Teil und Seele. Ein Präludium von Gefühlen beherrschte unsere Sinne. Wir waren sicher, diesen Tag hatte Gott für uns freigehalten. Der Abend war schon weit fortgeschritten. Die Sonne wechselte ihre goldfarbene Farbe in ein dunkles Orange und der Himmel färbte sein Blau in ein zart lila Rauchgrau. Welch ein Faszinosum der Natur. Der Tag kuschelt sich bereits in die Arme der Nacht. Dennoch konnten wir das breite Spektrum der Farben an seiner ganzen Palette und Harmonie wahrnehmen. Wir vermeinten sogar, leise Musik zu hören. In dieser beseligenden Stimmung versuchten wir zu ergründen, weshalb zwei sich völlig fremde Menschen in den Sog der Liebe gezogen werden. Doch dieses Phänomen wird immer eines der schönsten Geheimnisse unseres Lebens bleiben. Das große Rätsel der Liebe. Dankeschön. Das Frühjahr ist, die Erde bricht auf, Natur erwacht zum Leben. Ein Wunder, so wie alle Jahr, nichts Schöneres kann's geben. Das Frühjahr ist, das fühlt der Mensch wie's Tier. Jeden wird das Herz da weit. Bestimmt geht's dir wie mir. Wenn die Wiesen grär werden, Blärmeln blieren, im Wald der Kuckuck schreit. Der laue Wind haucht durch den Firn, das ist meine schönste Zeit. Das Frühjahr ist, es ist ein Fest, für alle weit und breit. Jedes Vogel baut sich jetzt sein Nest für eine traute Zweisamkeit. Meiner Sö, wie fühlst du gut, wenn die Sonne warm aber scheint? Da schöpfst du aufs Neiche wieder nur, dass alles besser rennt. Das Frühjahr ist, es keimt und treibt im Wald, am Berg, am Teich. Kein Platzerl unberührter bleibt.
Alles macht der Herrgott für uns neu. Danke. Der Raub der Persephone. Persephone erwachte durch die Sonnenstrahlen, die über das Gesicht tanzten. Mit einem wohligen Grinsen im Gesicht streckte sie die Arme über den Kopf und ließ sich genüsslich sonnen. Moment mal, Sonnenstrahlen? Oh nein, hastig sprang sie aus dem Bett. Der Wecker zeigte 7.55 Uhr. Um 8.15 Uhr sollte sie an der Uni für eine Botanikvorlesung sein. Hektisch zog sie sich ihren Lieblingspulli über den Kopf, sprang gleichzeitig in eine dunkle Jeans und schlürfte aus einer Tasse mit der Aufstrich Plants Make Me Happy den kalten Kaffee, der von gestern Abend übrig geblieben war. Sie verließ ihre Wiener Altbauwohnung und schwang sich auf ihr klappriges Rad, um wie wild Richtung Boko zu strampeln. Um 8.17 Uhr stürmte sie schnaufend in das Gewächshaus. Der Professor warf ihr einen vernichtenden Blick zu, den Persephone als Hinweis für einen schnellen und unauffälligen Rückzug in die letzte Reihe auffasste. Ihr Praktikumspartner musterte sie skeptisch von oben bis unten und wendete sich dann mit gehobenen Augenbrauen erneut dem Vortrag zu. Weshalb hatte er sie denn so komisch angesehen? Als Persephone an sich selbst heruntersah, erkannte sie den Grund. Sie hatte ihren Pullover verkehrt herum an, die Kapuze vorne. Mal wieder. Stöhnend vergrub sie den Kopf in den Händen. Warum musste sie immer so konfus sein? Plötzlich spürte sie eine zarte Bewegung an ihrer Wange. Ein Blatt eines Schwertfarns hatte sich ihr entgegengestreckt und strich ihr nun leicht über ihr Gesicht. Auch drei weitere Gewächse bogen sich in ihre Richtung und ihren Versuchsschalen sprossen aus den Samen die ersten kleinen Pflänzchen. Sie wuchsen unnatürlich schnell, ganz als ob sie in einem Wettstreit wären, wer die junge Frau zuerst erreichen würde. So war es schon immer gewesen. Persephone erinnerte sich an die Zeit als junges Mädchen zurück, in der sie es liebte, durch das Waldstück nahe ihres Elternhauses zu streifen und in ihren Spuren frisches Grün zu hinterlassen. Ihre Affinität zu Pflanzen und deren Bereitschaft, auf ihren Befehl zu wachsen, machten ihr das Botanikstudium um einiges leichter. Und so vergingen die restlichen Einheit ihres Praktikums ohne weitere Zwischenfälle, sodass sie das Gewächshaus 1,5 Stunden später auch wieder verließ. Gedankenverloren ging sie zu der Straßenlaterne, an der sie ihr Fahrrad gekettet hatte, als sie plötzlich ein Räuspern aufschauen ließ. Sie stoppte und ihr Blick fiel auf ein Motorrad und einen Typen, der lässig dagegen gelehnt war. Er trug schwarze Jeans und eine dazu passende Lederjacke, die wenig dazu beitrug, seinen muskulösen Oberkörper zu verbergen. Sein schulterlanges, leicht lockiges Haar war so tief schwarz, dass es die Sonnenstrahlen zu absorbieren schien. Und als Persephones Blick auf sein Gesicht fiel, stockte ihr unbeabsichtigt der Atem. Er schien wie aus Marmor gehauen zu sein. Volle Lippen zierten seine sonst harten Gesichtszüge. Stechend blaue Augen fixierten sie unter vollen Lippen. Dieser Typ sah aus wie eine lebendig gewordene Götterstatue. "Hi, ich bin Hades", sagte der Halbgott mit einem schiefen Grinsen. Diese Stimme. Als der Typ, Hades, korrigierte sich Persephone, eine perfekte Augenbrauenfrage enthob, merkte sie, dass sie immer noch kein Wort gesagt hatte und ihn nur mit offenem Mund anstarrte. Schnell fing sie sich und streckte peinlich eine Hand aus. "Hallo, ich bin Persephone." Das gewann ihr ein erneutes Halbgrinsen des mysteriösen Typen. "Ich weiß. Hast du Lust auf eine Spritztour?" Einladend klopfte er auf den Sitz seines Motorrads. Persephones Augen weiteten sich. Sie konnte doch nicht. Dieser Typ wollte doch nicht wirklich. Hades Grinsen wurde breiter. Die Studentin schüttelte sich innerlich. Richtig, der heiße Typ hat sie etwas gefragt.
aber sie konnte doch nicht mit einem wildfremden Mann in den Sonnenuntergang verschwinden. Warum denn nicht? Flüsterte eine leise Stimme in ihrem Kopf. Ein einziges Abenteuer. Danach kannst du dich wieder in deine Bücher vergraben und weiterlernen. Entschlossen straffte Persephone ihre Schultern und nickte. Nun gut, aber nur ganz kurz. Ich habe später noch einiges zu tun. Triumphierend grinste Hades und ein Glitzern machte sich in seinen Augen breit. Er schwang sich auf sein Motorrad und deutete Persephone, es ihm gleich zu tun. Ungelenkig hob sie ihr Bein über das Gefährt und nahm hinter ihm Platz. Durch die Form des Sitzes war sie gegen seinen muskulösen Rücken gepresst und sich jeder Stelle bewusst, bei der seine Körperwärme in sie sickerte. Ein wildes Heulen zerriss den stillen Nachmittag, als Hades den Motor startete. Unsicher klammerte sich Persephone an den Fahrer und Hades stieß ein dunkles Lachen aus. Vielleicht war das doch nicht die beste Idee gewesen. Doch schon fuhren sie über die Straßen Wiens, schlängelten sich durch die stehenden Autos hindurch und nahmen langsam an Geschwindigkeit auf. Persephone stieß einen Atem aus, von dem sie nicht wusste, dass sie ihn angehalten hatte. Sie fühlte sich frei. Grinsend wagte sie es, ihren eisernen Griff um Hades ein wenig zu lockern. Persephones Lachen hallte durch die Gassen, als sie langsam Richtung Norden verschwanden. Hinter ihr verloren die Blätter ihr saftiges Grün und die Bäume wurden kahl. Ein Wind kam auf und die Sonne verlor ihre Kraft. Es wurde Herbst und auch der Winter würde bald folgen. Doch Persephone würde wiederkommen, so wie auch der Frühling jedes Jahr aufs Neue ins Land zog. Ein wenig Magie. Schlafe nicht länger schaukelnd im Wind, Knospe. Öffne den harten Mantel. Entfalte schillernd dein Blütenblätterkleid. Locke mit Anmut und betörendem Duft. Mach den Besucher trunken von deinem süßen Nektar. Ich fühle mit allen Sinnen, wie der Zauber der Blüte in dir, mein Mädchen, erwacht.